Das erste Aufeinandertreffen nach dem Ampel-Aus. Dem unangenehmen Treffen mit dem Ex-Koalitionspartner begegnet der Kanzler dabei mit Humor. Was für Kopfschütteln sorgt beim FDP-Chef, der erstmals wieder als normaler Abgeordneter Platz nehmen muss. Ja. Wenn wir unsere Demokratie fördern wollen, dann hilft uns nicht die Nullsummenlogik der Umverteilung, sondern nur Wachstum, Wohlstand und Arbeit für alle. Und wer soll das tun? Sie? Können wir genau das schützen, was dieses Land zusammenhält? Den starken Sozialstaat, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, staatliche Institutionen in unserem Land. Aber nichts Deutsch lernen. Es geht eine große Erleichterung durch unser Land. Seit einer Woche ist die sogenannte Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP Geschichte. Und das ist eine anhaltend gute Nachricht für Deutschland. Ausgezeichnet. Was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Sie leben offensichtlich in Ihrem eigenen Kosmos, in Ihrer eigenen Welt. Und so wie Sie auch versuchen, Zusammenhalt zu suggerieren und trotzdem und gleichzeitig das Land tief spalten. Sie spalten das Land. Ich werde dir die Augen auskratzen und dann pisse ich in deinen Totenschädel. Sie simulieren im Augenblick eine Mehrheit, die Sie nicht mehr haben. Sie haben hier im Deutschen Bundestag, Herr Bundeskanzler, keine Mehrheit mehr. Das mag schwer sein, dass Sie das zu akzeptieren haben, aber es ist so. Sie sind ohne Mehrheit. Statt sich dafür bei den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht mal zu entschuldigen, wollen Sie einfach weitermachen. What an idiot! Oh, what a loser! Olaf Scholz will Bundeskanzler bleiben. Christian Lindner, der in seiner Amtszeit nicht einen soliden Haushalt aufgestellt hat, will wieder Finanzminister werden. Und Robert Habeck, der als Wirtschaftsminister die Hauptverantwortung für die miese Wirtschaftslage hat, fühlt sich gar zum Kanzler berufen. Diese Regierung geht so kopf- und würdelos zu Ende, wie sie 3 Jahre lang agiert hat. Das ist nur was für starke Nerven. Und Sie, die Umfallerhelden von der FDP, haben das alles 3 Jahre lang nicht nur mitgemacht, sondern erst möglich gemacht. How dare you? Die FDP hat jeden Unsinn wie das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das Verbrennerverbot und die Abschaltung funktionsfähiger Kernkraftwerke, Gendern ohne Ende, Kiffen für alle, einmal im Jahr das Geschlecht wechseln, mitgetragen. Ja. Was Sie an vernünftigen Forderungen zu bieten haben, haben Sie ohnehin bei uns abgeschrieben. Sie wollen aber gar nichts davon umsetzen, sondern lediglich Ihre Wähler täuschen. Was soll denn das hier? Ihnen geht es ganz allein um sich selbst, um Ihre Macht, um Parteitaktiererei und vor allen Dingen um Ihre Eitelkeit. Mit Ihnen als Ersatz-Scholz kommt Deutschland nicht voran. Sie können nichts von dem umsetzen, was Sie versprechen. Sie sind keine Alternative zu dieser Regierung und zu diesem Kanzler. Sie können es auch schwerlich sein, denn die CDU hat die existenzielle Krise, in der sich unser Land befindet, genauso zu verantworten wie die Ampel. Also, wo muss ich? Auf die Regierungsjahre einer Unionskanzlerin mit Namen Angela Merkel zurück, der besten Kanzlerin, die die Grünen jemals hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür. Und die Bürger haben auch nicht vergessen, wie Sie von der Union vor gerade mal 3 Jahren mit Diffamierung gegen Ungeimpfte das Land gespalten haben. Hm?
Impfen? Nee, komm. Kein Ungeimpfter mehr im Büro von Friedrich Merz. Lockdown für Ungeimpfte, Impfen als moralische Verpflichtung von Markus Söder und die Pandemie der Ungeimpften, Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausschließen, Jens Spahn. Das ist schon ein Moment in der Menschheitsgeschichte, der einem eigentlich fast sprachlos da stehen lässt. Das alles wurde von Ihnen mitgetragen und eingeläutet. Und nicht zu vergessen, die Öffnung der deutschen Grenzen für regellose, illegale Migration durch den Willkommensputsch 2015, die Mutter aller Sünden an unserem Land. Wir wollen Technologieoffenheit, Verbote von Verbrennermotoren und Öl- und Gasheizung aufheben. Einkommen, Konsum und Unternehmenssteuern senken. Die CO2-Abgabe abschaffen. Energiesteuern massiv senken. Den Solidaritätszuschlag ersatzlos streichen. Ja! Grundlegende Steuerreform und Steuervereinfachung auf den Weg bringen. Das Bürokratiemonster Lieferkettengesetz abschaffen. Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Subventionen und Förderprogramme für Klimaschutz und die EEG-Umlage streichen. Du bist der Schönste auf die ganze Welt. Das Ende der Energiewende und den Ausstieg der EU-Klimapolitik einläuten. Funktionsfähige Kernkraftwerke, ja natürlich, wieder ans Netz und in zukunftsfähige Reaktoren der neuen Generation investieren. Wir fordern längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke. Warum? Weil Deutschland die modernsten Kohlekraftwerke weltweit hat. Good. Good. Die Grenzen lückenlos schließen, jeden illegal oder ohne Papiere Einreisenden zurückweisen und eine ganz klare Ansage an die gesamte Welt, dass die deutschen Grenzen endlich dicht sind. Hoffentlich sind deine Nerven stark genug für das, was ich dir jetzt zeigen werde. Bei aller Kritik an der Ampel und den Fehlern, aber all die, die Verantwortung getragen haben, und sie mögen viele Fehler gemacht haben, ich werde einige erwähnen, aber es sind Demokraten. Und das ist der grundlegende Unterschied zu dem selbstgerechten, arroganten Geschrei, das wir gerade eben gehört haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Brother, Sie halten sich für was Besseres. Sie wollen eine andere Republik. Sie wollen die Demokratie zersetzen. Sie stehen für Hass und Hetze und Geschrei. Und Sie sind keine Patrioten. Sie sind die Handlanger Putins. Und deswegen werden wir Ihnen das Land nicht überlassen. Zu keinem Zeitpunkt. Auf keinen Fall. Doch, hat er gesagt. Was ich heute gehört habe, ist totaler Realitätsverlust. Ein Bundeskanzler, der sich nur noch lobt. What's that? Sie werden in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland als die schwächste Bundesregierung aller Zeiten eingehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. What's that, brother? Eigentlich müsste Ihr Satz heute sein, it's time to say goodbye, Herr Scholz. Und ich sage es hier in aller Deutlichkeit, auch ganz besonders bei dem Bundeskanzler Friedrich Merz, der Kompetenz, Führungskraft und Erfahrung hat. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Sie haben irgendwo gesagt, Sie seien cooler. Das kann nicht sein. Ich kenne keinen, der uncooler in Deutschland ist als Sie, lieber Herr Scholz. Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Wallahi, oder ich schwöre auf das, oder ich schwöre auf dies, oder ich schwöre auf das. Lüge. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten.
Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-Oder ist falsch und führt unser Land in die Irre. Die Regierung Scholz ist auch daran gescheitert, dass wir im Kabinett nicht mehr über dasselbe Land gesprochen haben. Wer schon die Herausforderung nicht gemeinsam beschreiben kann, der musste an ihrer Bewältigung scheitern. Erster Antrag. Kernkraft, die billige und sichere Energie in Deutschland wieder einführen. Zweiter Antrag, Masseneinwanderung stoppen. Just live in the dream. Drittens, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das deutsche Unternehmen knebelt, sofort streichen. Eine Hinterzimmerkoalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP will die Aufsetzung dieser Forderung verweigern. Das muss man sich mal vorstellen. Unsere Anträge dürfen noch nicht mal debattiert werden, geschweige denn abgestimmt. Die unterdrückt eine Art Viererbande über Geschäfts- und Tagesordnung und die Parlamentsarbeit. Warum, Herr Merz? Warum? Weiß er nun, oh mein Gott, er fragt ihn warum. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, noch mal, warum? 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 Ich verstehe das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, bin nicht mehr Mensch. Warum? Warum? Hol mir einen und zeig mir warum. Habe ich ihm was getan? Ja, was sagst du jetzt?